Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute mal mit so ein bisschen geheimen Tipps und Tricks für den Warzone-Modus, die der ein oder andere vielleicht noch nicht kennen wird. Natürlich sind diese Tipps jetzt nicht so geheim, dass sie gar keiner kennt, aber vielleicht dem einen oder anderen werde ich mit diesen Tipps helfen können, denn diese Tipps können euch auf jeden Fall einige Vorteile verschaffen, wenn ihr sie richtig anwendet. Und bevor es losgeht, falls ihr neu auf dem Kanal seid und keine Warzone bzw. Modern Warfare Videos in Zukunft verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, würde mich echt mega freuen. Wir stehen kurz vor den 2400 Abonnenten, würde mich echt mega freuen, wenn ihr mich dabei supporten würdet. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Tipp. Let's go! So, den ersten Geheimtipp, den ich für euch habe, betrifft auf jeden Fall die Munitionskisten im Polizeirevier bzw. in den Waffengeschäften. In jedem von diesen Gebäuden befindet sich eine Munitionskiste, in der ich immer wieder Munition holen könnt, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man jetzt quasi auf dem Weg zur Zone ist. Hat noch nicht komplett volle Munition, kann man sich dort immer wieder ganz easy die Munition auffüllen, was sehr, sehr nice ist. Was natürlich auch sinnvoll ist, wenn man jetzt quasi aus dem Gulag kommt, die Möglichkeit hat, zum Beispiel zu einer Polizeistation zu gehen und weiß, da ist es nicht unbedingt ein Gegner, kann man vielleicht auch ein paar Waffen finden. Denn meistens ist es ja so, wenn man aus dem Gulag kommt, hat man quasi nur eine Pistole, findet erst langsam Munition und Waffen. Und man kann sich auf jeden Fall extreme Vorteile damit verschaffen, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Munition hat als der Gegner, beziehungsweise der Gegner hat nicht die Möglichkeit gehabt, die Munition aufzufüllen, hat dann vielleicht irgendwann keine Munition mehr und man hat selbst mehr Munition als der Gegner, kann man ihn vielleicht sogar leichter ausschalten und deswegen ist dieser Tipp auf jeden Fall sehr, sehr nice. Man sollte auch extrem immer auf die Munition achten, nicht, dass man dann einfach in der letzten Zone merkt, oh, wir haben jetzt nur noch 20 Schuss für die MP, 10 Schuss fürs Sturmgewehr und das wäre auf jeden Fall Tipp Nummer 1, die Munitionskisten im Waffengeschäft beziehungsweise in den Polizeirevieren und ich würde sagen, kommen wir zum Tipp 2, let's go. So, Tipp 2, den ich für euch habe, ist auf jeden Fall die verbesserte Drohne, was euch wirklich oft den Arsch retten kann. Das Ganze habe ich theoretisch in meinem letzten Tipps und Tricks Videos auch schon ein bisschen angesprochen, aber das Ganze könnt ihr gerne auch noch abchecken, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da habe ich noch ein paar andere Tipps am Start. Alles, was ihr für die verbesserte Drohne machen müsst, beziehungsweise für den Orbitalsatellit, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur, jeder von eurem Teammate braucht eine Drohne, dann müsst ihr sie gleichzeitig aktivieren. Das kann euch wirklich in den Endfights von Warzone echt helfen, beziehungsweise wenn ihr jetzt eine riskante Situation habt, ihr werdet von überall angeschossen, könnt ihr ganz kurz den Orbi aktivieren. Muss ja nicht unbedingt immer in der letzten Zone sein, aber falls ihr jetzt irgendwie eine riskante Situation habt, ihr wisst nicht genau, wo sniped er, wo ist der Gegner, könnt ihr das natürlich auch machen. Das Einzige, was ihr wie gesagt machen müsst, ihr müsst gleichzeitig die Drohne aktivieren und dann habt ihr für 20 Sekunden ungefähr den Orbi. Das kann auf jeden Fall schon extrem OP sein, denn ihr seht wirklich auf der ganzen Map jeden einzelnen Gegner angezeigt, in welche Richtung er schaut. Der ein oder andere wird diesen Trick vielleicht schon kennen, aber wenn man ihn noch nicht kannte, ist es auf jeden Fall ein extremer Vorteil, wenn man weiß, was man damit erreichen kann, was eine einzelne Drohne theoretisch im Team für eine Auswirkung haben kann. Deswegen nutzt diesen Trick gerne und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Let's go. Tipp Nummer 3, die nächste Zone herausfinden durch die Aufklärungsaufgaben. Überall auf der Map verteilt gibt es verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Kopfgeld, Plünderung und die Aufklärungsaufgaben. Wenn ihr die Aufklärungsaufgaben abgeschlossen habt, werdet ihr auf der Map einen gelben Kreis sehen und das ist die nächste Zone tatsächlich. Wenn ihr quasi das einmal abgeschlossen habt, wenn ihr das Ganze nicht nur einmal macht, sondern vielleicht sogar zwei oder dreimal, seht ihr nicht nur die nächste Zone, sondern seht quasi die nächste und übernächste Zone, was sehr, sehr OP sein kann. Denn dann wisst ihr genau, wo ihr hinrotieren müsst, um in der richtigen Zone zu sein. Beziehungsweise könnt schon mal in Richtung Zone gehen und könnt vielleicht dort Gegner abfangen, die dann irgendwann zu euch kommen müssen in eure Zone. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Natürlich ist es ein bisschen zeitaufwendig, aber man kann sich mit diesem Trick auf jeden Fall extreme Vorteile verschaffen, da man quasi die richtige Position direkt weiß, wo man hinrotieren muss. Denn oft ist es einfach so, man läuft in die eine Richtung, weiß jetzt nicht, wo die Zone ist und dann im Endeffekt rotiert die Zone exakt in die Gegenrichtung. Deswegen nutzt das Ganze gerne und was ich noch sagen wollte, falls ihr jetzt noch irgendwelche Tipps habt, die ich jetzt vielleicht nicht in diesem Video angesprochen habe, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich denke mal, wir können uns da alle gegenseitig ein bisschen helfen mit Tipps und Tricks. Und ich würde sagen, kommen wir zu Tipp Nummer 4. Das war es auch wieder komplett. Und ich würde sagen, kommen wir zu Tipp Nummer 4. Let's go. Tipp Nummer 4, Waffen schneller aufheben. Das Ganze ist eher ein Trick für Konsolenspieler. Wenn ihr jetzt standardmäßig die Einstellung so gelassen habt, wie sie waren, müsst ihr ganz normal gedrückt halten, um eine Waffe aufzuheben bzw. nachzuladen. Ihr könnt das Ganze aber umstellen, dass ihr quasi die Waffe mit einem Klick direkt aufhebt, was sehr, sehr nice ist, denn ihr habt oft Vorteile bzw. oft steht ihr an Waffen bzw. versucht eine Waffe aufzuheben und es dauert gefühlt ewig. Wenn ihr die ganz normalen Standardeinstellungen noch habt, dann habt ihr quasi so eingestellt, dass ihr mit gedrückt halten Waffen aufhebt bzw. Kisten öffnet. Ihr könnt das Ganze aber auch so machen, dass ihr quasi Waffen direkt öffnet, Kisten direkt öffnet und Munitionskisten direkt plündern könnt. Das Ganze ist auch ein bisschen belastend, wenn ihr jetzt quasi direkt landet, lootet und braucht dann quasi immer länger als der Gegner, der das vielleicht eingestellt hat und habt vielleicht sogar, falls der Gegner das auch nicht eingestellt hat, habt ihr vielleicht Vorteile, habt schneller die Waffe in der Hand und könnt den Gegner schneller ausschalten. Alles, was ihr hierfür machen müsst, ist bei den Controller-Einstellungen nach unten switchen, bis ihr bei den Waffen seid. Dort habt ihr dann irgendwann das Benutzen, Nachhalten, Verhalten. Standard eingestellt ist es, glaube ich, zum Drücken, zum Nachladen, aber ich habe es auch dann irgendwann umgestellt, weil es einfach besser ist, in Kontext abhängig. Ihr könnt Kisten viel, viel schneller öffnen, ihr könnt Türen viel, viel schneller öffnen, ihr könnt Munition direkt holen. Ich persönlich habe auch ein, zwei Runden gebraucht, bis ich so langsam da reingekommen bin. Im Großen und Ganzen kann ich euch diesen Tipp nur empfehlen, denn es ist echt OP und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 5 betrifft die Selbstwiederbelebung. Ich glaube, die meisten von euch, die im Team spielen, holen sich auch irgendwann die Selbstwiederbelebung und wenn ihr quasi dann gedownt seid, könnt ihr euch wiederbeleben. Allerdings könnt ihr das Ganze sparen, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, dass euer Teammate euch wiederholt und ihr wisst jetzt, okay, der Gegner ist jetzt nicht direkt vor uns, challenged uns nicht gerade, um erstens Zeit zu sparen und zweitens
die Selbstwiederbelebung auch zu sparen, könnt ihr das Ganze so machen. Ihr hielt euch ein bisschen an und kurz bevor das Ganze endet, kommt der Team mit und hielt euch bzw. gibt euch die letzte Spritze. Das Ganze geht auf jeden Fall viel, viel schneller. Ihr habt quasi immer noch die Selbstwiederbelebung gespart, was sehr, sehr OP sein kann. Denn dann könnt ihr das Ganze theoretisch mehrmals benutzen. Natürlich habt ihr euch quasi nicht selber gehealt, aber ihr habt ordentlich an Zeit gespart, was euch natürlich auch Vorteile gegenüber Gegnern verschaffen kann. Nicht, dass ihr dann quasi von einem Sniper über die halbe Map gesniped werdet. Ihr liegt eigentlich in Deckung. In solchen Situationen solltet ihr euch nicht selber healen, bzw. healt euch einfach so weit hoch, dass der Teammate nur noch kurz kommen muss und euch einfach ganz easy die letzte Spitze verpassen kann, dass ihr einfach schneller wiederbelebt. Erstens spart ihr dann Zeit und zweitens, wie gesagt, ihr habt dann immer noch Selbstwiederbelebung. Und so viel auf jeden Fall zu dem Tipp. Wusste vielleicht jetzt auch nicht jeder, aber kann ich euch wirklich nur empfehlen, diesen Tipp. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Let's go. Tipp Nummer 6, Ausrüstungslieferung clever nutzen. In Warzone ist es ja so, dass man in den Einkaufswagen seine eigenen Klassen kaufen kann. Das Ganze macht auf jeden Fall mittlerweile auch gefühlt jeder. Das ganze System finde ich persönlich sehr, sehr nice. Natürlich gibt es auch ein paar Gegner davon, aber ich persönlich finde es sehr, sehr nice. Die meisten Leute spielen ja quasi mit Overkill, dass sie quasi ein Sturmgewehr haben und als Zweitwaffe vielleicht eine Sniper, beziehungsweise anstatt der Sniper noch eine MP. Meistens ist das ja so, dass man eine Ausrüstungslieferung kauft und 2-3 Minuten spawnt dann quasi random auf einer Map noch eine Ausrüstungslieferung. Macht die erste Klasse, die ihr wählt, mit Overkill, dass ihr eure Klassen habt, beziehungsweise Waffen habt, die ihr jetzt unbedingt spielen wollt. Wählt zum Beispiel die M4 und als Zweitwaffe die AX50 oder HDR. Dann habt ihr als zweites extra das Perk Overkill, was natürlich jetzt nicht so nice ist, dass ihr dann quasi kein Geist habt. Aber wenn ihr dann merkt, okay, da landet jetzt ein zweiter Drop von den Ausrüstungslieferungen irgendwo in der Nähe bei uns. Wenn ihr das merkt, geht auf jeden Fall dahin. Macht euch im Menü eine zweite Klasse noch mit Geist, denn Overkill braucht ihr ja dann eigentlich gar nicht mehr, denn die Waffen habt ihr ja immer noch vor eurem zweiten Drop der Ausrüstungslieferung liegen und habt quasi dann freie Wahl, was ihr alles wählen könnt. Das Ganze kann euch wirklich den Arsch retten, wenn ihr quasi dann Geist spielt und habt dann wirklich extreme Vorteile. Deswegen nutzt auf jeden Fall diese Möglichkeit aus. Wie gesagt, erste Ausrüstungslieferung eine Klasse mit Overkill und zweite Ausrüstungslieferung auf jeden Fall mit Geist. Dann habt ihr ordentliche Vorteile. Nutzt das Ganze aus. Ihr habt wirklich Vorteile damit. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 7, das Trophy-System-Fahrzeug. Das Trophy-System findet man ja eigentlich öfters in Kisten. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt selten, dass man eins hat. Und wenn man eins hat, kann man es theoretisch auch auf das Fahrzeug klatschen. Beziehungsweise wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem LKW seid, könnt ihr das Ganze hinten auf die Ladefläche klatschen. Beziehungsweise aufs Dach klatschen. Und dann seid ihr quasi ein bisschen geschützt vor Granaten, die jetzt anfliegen. Falls die Gegner Granaten werfen sollten, wird das durch das Trophy-System abgewehrt. Was natürlich extrem wichtig ist. Denn es wäre natürlich jetzt nicht so nice, wenn ihr wegen einem Raketenwerfer sterbt. Beziehungsweise wegen einer Granate. Deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen. Es gibt natürlich zurzeit auch echt viele Leute, die allgemein mit dem Truck relativ viel rumfahren. Und das ist schon echt extrem OP. Denn der Truck hält schon extrem viel aus und teilweise hat man auch gar keine Chance, wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Granaten bzw. gar kein C4 dabei hat. So viel auf jeden Fall zu diesem Tipp. Kommen wir zum nächsten Tipp. Let's go. Tipp Nummer 9, die C4-Drohne. Für diesen Trick müsst ihr auf jeden Fall im Team spielen. Das erste, was ihr dafür braucht, ist das C4 und das zweite ist auf jeden Fall die Aufklärungsdrohne, die ihr auch alle relativ häufig bzw. immer wieder mal auf der Map findet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel im Team seid und wisst, okay, der eine hat die Aufklärungsdrohne und der andere hat ein C4 am Start, müsst ihr das Ganze so machen, dass der eine die Aufklärungsdrohne erstmal fliegt, lässt sie relativ weit am Boden, der andere Spieler mit dem C4 platziert quasi auf der Drohne sein C4 und dann kann derjenige mit der Drohne erstmal ein bisschen durch die Gegend fliegen, kann eventuell sagen, ob da ein Gegner ist und wenn der Spieler sich ein bisschen umschaut, eventuell einen Gegner entdeckt, kann er sich ein bisschen anschleichen, versuchen sich so langsam wie möglich zu nähern, beziehungsweise so unauffällig wie möglich zu nähern und dann einfach von oben langsam runterfliegen, dann muss er einfach seinem Teammate kurz Bescheid sagen, dass er das C4 aktivieren soll und schon könnt ihr eventuell einen Gegner ausschalten. Natürlich ist der Gegner jetzt nicht unbedingt direkt down, wenn er im Team spielt, aber ihr wisst erstens, wo die Gegner sind, zweitens könnt ihr ihnen eventuell Schaden zufügen und was natürlich auch OP ist, wenn ihr jetzt quasi das C4 gezündet habt. Da es in Warzone kein Teambeschuss gibt, ist natürlich die Drohne nach der Explosion immer noch am Start. Das heißt quasi, ihr könnt gucken, was eure Gegner machen, ob sie ihn wiederbeleben, ob ihr sie pushen könnt und habt quasi extreme Vorteile dadurch. Erstens könnt ihr, wie gesagt, einen Gegner down. Das Ganze ist natürlich auch extrem OP. Allgemein die Aufklärungsdrohne ist natürlich standardmäßig schon OP. Aber wenn ihr jetzt das Ganze noch zusätzlich mit einem C4 macht, könnt ihr natürlich auch eventuell den einen oder anderen Gegner downen, beziehungsweise wisst genau, wo die Gegner sind. Das Ganze ist auf jeden Fall auch ein bisschen lustig, deswegen testet das Ganze auch gerne aus und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 9, die Kopfgelddrohne. Auf der Map verteilt gibt es ja verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel die Plünderungsaufgabe, die Aufklärungsaufgabe und dann gibt es noch die Kopfgeldaufgabe. Wenn ihr die Kopfgeldaufgabe aktiviert, seht ihr relativ nah bei euch einen gelben Spot bzw. einen Spieler markiert, dessen Location ungefähr mit einem Kreis markiert ist. Deswegen müsst ihr da ein bisschen drauf achten. Ihr wisst ungefähr, okay, da ist vielleicht ein Team bzw. wenn ihr Solo spielt, okay, da ist ein Spieler. Natürlich dürft ihr euch jetzt nicht nur darauf fokussieren, denn es gibt natürlich immer noch genug andere Spieler, die euch von der anderen Seite erledigen können. Aber ihr wisst jetzt vielleicht, wenn jetzt nur noch 20 Spieler am Start sind, ihr aktiviert eine Kopfgeldaufgabe, seht ihr vielleicht ungefähr, okay, da ist ein Team, okay, da sollten wir vielleicht nicht hinpushen, bzw. pusht ihr erst recht hin und schaltet sie aus. Kopfgeldaufgaben kann ich euch wirklich immer nur empfehlen. Erstens seht ihr da, wie gesagt, den Gegner und zweitens könnt ihr den Gegner natürlich auch ausschalten, bekommt dadurch Geld und drittens, falls ihr jetzt quasi den Spieler nicht ausschalten solltet, beziehungsweise ein anderes Team ihn ausschaltet, werdet ihr auf jeden Fall auch trotzdem ein bisschen was an Kohle bekommen, was natürlich auch ein Vorteil sein kann. Und noch ein kleiner Tipp, falls ihr gejagt werdet und ihr jetzt aktuell keinen Auftrag am Start habt, schaut kurz auf die Map, guckt euch um, wo könnte der Auftrag herkommen. Es ist ja immer so, dass ein Team in der Nähe das quasi aktiviert haben muss. Deswegen schaut auf die Map, wenn ihr dann seht, okay, links von uns ist so ein Kopfgeldspot, vielleicht ist da jetzt ein Gegnerteam, das auf uns zukommt. Natürlich muss jetzt nicht immer heißen, dass ihr euch nur auf diesen Spot fixieren könnt, aber ihr wisst ungefähr, okay, da könnten vielleicht Gegner kommen und könnt euch schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. So viel auf jeden Fall zu diesem Tipp. Ihr könnt euch ein bisschen Kohle verdienen, könnt natürlich auch sehen, wo der Gegner
Gegner ist und wisst ungefähr, wenn ihr es richtig macht und keinen Auftrag habt, wo der Gegner ungefähr herkommen könnte, beziehungsweise das Team herkommen könnte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Tipp. Let's go. Tipp Nummer 10, das Gulag Graffiti. Ich glaube, jeder von euch kennt das. Ihr steppt bitte durch einen Camper, der irgendwo in der Ecke saß, kommt ins Gulag und werdet erstmal von 5 Leuten komplett weggeboxt, was eigentlich gar nichts bringt. Allerdings habe ich einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise eine kleine Hilfe für euch, wenn ihr jetzt das 1 gegen 1 bestreitet. Wenn ihr jetzt noch am Zuschauen seid mit 1 oder 2 Personen, sprayt auf jeden Fall beide Personen an. Am besten mit einem relativ grellen Spray, wie zum Beispiel das rote Herzspray, einfach irgendein gelbes Spray oder zum Beispiel was Grünes. Hauptsache, ihr sprayt den Gegner irgendwie ein, dass er vielleicht ein bisschen farbig markiert ist. Dann habt ihr den Vorteil, dass ihr den Gegner ein bisschen besser spotten könnt, beziehungsweise seht ihn auch ein bisschen besser. Natürlich garantiert euch das nicht den Win. Und falls dieser Spieler gegen euch gewinnen sollte, ist es auch oft so, dass er quasi mit diesem Spray an seinem Körper schon wieder landet. Das kann natürlich auch extrem auffällig sein, wenn ihr jetzt quasi von euren Teammates wiederbelebt werdet und ihr wisst genau, okay, der Spieler hat mich gerade im Gulag gekillt, ich habe ihn gesehen, weil er markiert ist. Ist jetzt kein wirklich krasser Tipp, aber man kann sich wirklich Vorteile dadurch verschaffen. Das wären auf jeden Fall 10 Tipps, die ich rausgesucht habe, die in meinen Augen noch relativ OP ist, beziehungsweise falls man sie nicht kennt, man auf jeden Fall kennen sollte. Falls ich euch mit diesem Video helfen konnte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, keine Modern Warfare Videos verpassen wollt, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren, würde mich echt mega freuen. Ich habe noch ein paar kleine Tipps gesammelt, die ich euch auf jeden Fall auch noch mitgeben wollte. Und zwar, wenn jetzt quasi das Spiel startet, seid ihr quasi in der Lobby, habt irgendeine Random Waffe. In dieser Phase könnt ihr eure Waffen leveln. Das heißt quasi, wenn ihr Modern Warfare nicht besitzt, ist das die einzige Möglichkeit außer dem Warzone Modus, dass ihr quasi eure Waffen levelt. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr wichtig. Dann könnt ihr umso bessere Klassen machen, könnt umso mehr Aufsätze freischalten, was natürlich auch wichtig ist für eure eigenen Klassen, die ihr euch irgendwann in-game holen könnt. Und was ich noch sagen wollte, es gibt ja immer wieder am Himmel diese roten Leuchtspuren und die gelben Leuchtspuren. Die roten Leuchtspuren bedeuten quasi, dass da quasi ein Teammate wiederbelebt wurde und die gelbe Leuchtkugel ist ein Auftrag, den jemand aktiviert hat. Mit diesen Tipps und Tricks könnt ihr euch auf jeden Fall einige Vorteile gegenüber euren Gegnern verschaffen. Oh Leute, ich habe jetzt gefühlt eine Stunde gelabert. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und Leute, das wär's mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.